Weißt du, was die absolut beste Art von Medizin ist, die es überhaupt gibt? Es ist das Wort Gottes. Schau, der Herr hat durch sein Wort das Universum ins Sein gesprochen. Und im Wort Gottes ist diese schöpferische Kraft enthalten. In der Bibel ist diese schöpferische, heilende, wiederherstellende, ganzmachende Kraft enthalten. Und es hat niemals irgendein Medikament gegeben, was auch nur annähernd mit dem Wort Gottes vergleichbar ist. Das Wort Gottes ist Heilung für unseren Geist, unsere Seele, unseren Körper, für jeden einzelnen Lebensbereich. Jetzt sagst du vielleicht, na gut, warum sind dann so viele Christen noch krank? Ganz einfach, weil sie mit der Medizin nicht wirklich richtig umgehen. Schau, wenn du zum Arzt gehst und der verschreibt dir irgendein Medikament, dann hältst du dich penibel genau daran, an das, was dort gesagt ist, wie du das einnehmen sollst. Wenn es beispielsweise eine Infusion ist, die man dir verpassen will, dann wirst du das nicht trinken, weil dafür ist es nicht gedacht. Und wenn es heißt, du sollst es 3-mal am Tag nehmen, dann wirst du es nicht 20-mal am Tag nehmen und so weiter. Du hältst dich an das, was der Arzt dir sagt oder was auf dem Beipackzettel steht. Und beim Wort Gottes ist es ganz genauso. Viele Christen sind schwach, weil sie entweder die Medizin gar nicht nehmen, sich also überhaupt nicht mit dem Wort Gottes beschäftigen, ja, das nicht regelmäßig zu sich nehmen, die heilende Wirkung gar nicht in sich aufnehmen, oder aber wenn sie falsch damit umgehen, wenn sie sich also nicht an die Vorschriften halten, weil sie einfach sagen, okay, das gilt nicht für mich. Sie wissen zwar, da gibt es Anordnungen, aber sie setzen sich darüber hinaus. Das ist wie, wenn der Arzt dir etwas verschreibt und du setzt dich darüber hinaus und nimmst die Medizin einfach ganz willkürlich. Die heilende Wirkung wird dann nicht freigesetzt. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Halte dich an das, was das Wort Gottes dir sagt. Beschäftige dich regelmäßig damit. Lass es regelrecht in deinem inneren Menschen wohnen, zur Wirkung kommen. Du wirst sehen, dass es Auswirkungen auf deine Psyche und auf deinen Körper hat. Die Bibel sagt das ganz, ganz klar. Da heißt es, mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Das heißt, das Wort Gottes, wenn wir es in unserem Inneren, in unserem Herzen wohnen lassen, leben lassen, bewegen, dann wird es Heilung für unser ganzes Fleisch, für unseren ganzen Körper sein. Das Wort Gottes kann dich heilen. Das ist die innewohnende Kraft. Ich glaube, die wenigsten haben verstanden, welche Kraft im Wort Gottes ist, wenn wir uns ernsthaft damit beschäftigen. Jesus greift das auf und sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und genau das ist es, was du brauchst für deinen ganzen Menschen. Das Leben, die heilsame Kraft des Wortes Gottes. Deshalb lade ich dich ein, beschäftige dich mit dem Wort Gottes, lies das Wort Gottes regelmäßig. So viele Menschen sagen, ich kann das Wort nicht lesen, ich verstehe es nicht. Wenn du nicht anfängst, dich regelmäßig damit zu beschäftigen, wirst du nie den wirklichen Zugang haben. Du musst einfach sagen, ich nehme mir eine feste Zeit am Tag, wann ist vollkommen egal, und ich beschäftige mich mit dem Wort Gottes. Ich lasse es einfach zu mir reden. Ich lasse es auf mich einwirken. Ich lese es einfach und es ist eigentlich egal, ob ich das, was da ist, verstehe oder nicht. Schau, ein ganz einfacher Tipp. Wenn du etwas nicht verstehst vom Wort Gottes, mach dir einfach mit dem Bleistift klein ein Minuszeichen an die Seite. Das heißt, ich habe diesen Vers nicht verstanden oder diese Aussage. Und wenn du beim nächsten Mal über diesen Vers liest oder beim übernächsten Mal, irgendwann wirst du feststellen, du verstehst sehr wohl, was da steht. Und dann machst du aus dem Minuszeichen einfach ein Pluszeichen. Ich habe das als junger Mann gemacht. Meine Bibel hatte lauter Minuszeichen. Und irgendwann habe ich festgestellt, es hatten sich alles in Pluszeichen verwandelt. Wenn du mit dem Wort Gottes regelmäßig lebst, werden sich die Fragen klären. Erwarte nicht, wenn du 1, 2, 3 Tage liest, dass du sofort alles verstehst. Dazu ist das Wort Gottes zu mächtig und zu gewaltig, als dass du das sofort erfassen kannst. Aber wenn du regelmäßig es auf dich einwirken lässt, wirst du sehen, dass du einen wunderbaren Zugang dazu bekommst und du wirst sehen, dass es tatsächlich Heilung für deinen Körper ist. In dem Sinne glaube ich, Gott hat mehr für dich.